Es war im August 1955. Ein Mann aus der Stadt war mit der Bahn zu einem Ausflug an die Küste aufgebrochen. Als er an der Endstation ausstieg, stand er vor einem Gelände aus Hügeln und Talsenken. Der Mann war für den Insektenfang ausgerüstet. Er hoffte, eine unbekannte Art des Sandlaufkäfers zu entdecken. Der Mann wanderte der Küste zu. Bald wurde aus dem trockenen Boden zarter Sand, der sich an die Sohlen heftete. Darüber lag der Geruch des Meeres. Ein ärmliches, reizloses Dorf tauchte vor dem Mann auf. Das Meer selber war noch nicht zu sehen. Einige Häuser waren mit schwarzem Schiefer gedeckt. Das blechgedeckte Haus an der einzigen Wegkreuzung schien der Versammlungsraum der Fischereigenossenschaft zu sein. Die Kinder auf dem Platz davor hörten mit dem Spielen auf, als der Mann vorüberging. Auch die Frauen vor dem Haushaltwarengeschäft hielten inne, verstummten und starrten ihm misstrauisch entgegen. Die Färbung des Sandes, die Fischernetze und Berge von Muschelschalen deuteten mit Sicherheit darauf hin, dass das Meer sehr nahe war. Die Straße aber stieg mehr und mehr an und wurde immer sandiger. Seltsamerweise stiegen die Häuser nicht mit an. Das ganze Dorf schien ein sich erhebender Hügel zu sein, in dem die Häuser versanken. Schließlich sahen sie aus, als habe man sie in Löcher hineingebaut, die man in den Sand gegraben hatte. Und jedes war tiefer in sein Loch hinabgesunken als das vorhergehende. Einige Löcher waren mehr als 20 Meter tief. Neugierig blickte der Mann in eines der Löcher hinunter. In der dunklen Tiefe stand still ein kleines Haus. Guten Tag. Untersuchen Sie hier etwas? Untersuchen? Wie meinen Sie das? Ich fange Insekten. Ich interessiere mich besonders für Sandinsekten. Wie? Insekten? Na ja, Insekten. Hiermit fange ich sie. Untersucht man denn hier etwas? Nein, nein. Wenn Sie hier nichts untersuchen, können Sie treiben, was Sie wollen. Nein, ich untersuche wirklich nichts. Sie sind also kein Beamter von der Bezirksverwaltung? Bezirksverwaltung? Ja. Nein, keineswegs. Ach so, Sie sind Lehrer. Verzeihen Sie, wenn ich Sie mal etwas frage, aber was haben Sie denn eigentlich hier vor? Was ich vorhabe? Ich fange Insekten. Aber der letzte Bus ist schon weg. Kann man denn hier nirgends übernachten? Übernachten? In diesem Dorf? Und wenn das nicht möglich ist, gehe ich eben zu Fuß ins nächste Dorf. Zu Fuß? Das ist kein Problem, ich habe Zeit. 3 Tage Urlaub. Diese Mühe brauchen Sie sich nicht zu machen. Wie Sie sehen, gibt es in diesem armseligen Dorf zwar keine Häuser, die zum Verweilen einladen, aber wenn Ihnen das nichts ausmacht, dann will ich gerne sehen, was ich für Sie tun kann. Danke. Der Mann wanderte so lange auf den Dünenkämmen entlang, bis er die vom Wind gezeichneten Kräuselungen des Sandes nicht mehr erkennen konnte. Als es dunkel war, traf er den Alten wieder. Das Haus, in dem er übernachten sollte, lag in einem sehr tiefen Sandloch. Der Alte zeigte ihm eine Leiter, die in das Loch hinabführte. Die Leiter war ein recht unsicheres Gebilde aus Seilen. Wenn man beim Hinabklettern das Gleichgewicht verlor, konnte man sich hoffnungslos darin verwickeln. Das Ganze wirkte wie eine natürliche Festung. Von oben rieselte Sand auf seinen Kopf. Die Wände des Hauses blätterten ab. Die Stützbalken standen schief. Die Fenster waren mit Brettern vernagelt. Überall roch es nach verbranntem, vermoderndem Sand. Statt Türen hatte man Matten aufgehängt. Hinter einer Matte befand sich ein zweiter Raum.
Ein kleiner Berg Sand war durch die Außenwand hereingedrungen. Sie war durch den unaufhörlich fließenden Sand völlig zerfressen. Das Haus war also zum Sterben verurteilt. Die Lebensbedingungen für Insekten waren sicher günstig. Und tatsächlich erhoben sich Heerscharen von Flöhen. Eine Frau von etwa 30 Jahren empfing ihn. Er war ihr dankbar, dass sie ihn so freundlich willkommen hieß. Soll ich Ihnen jetzt das Essen bringen? Ich würde gern vor dem Essen baden. Baden? Könnten Sie das Baden nicht auf übermorgen verschieben? Übermorgen? Aber dann bin ich doch längst nicht mehr da. So? Mir genügt auch etwas Wasser, um mich abzuspülen. Mein Körper ist voller Sand. Ich habe leider nur einen Eimer voll Wasser. Der Brunnen ist weit weg. Jetzt bringe ich Ihnen aber erstmal das Essen. Bitte. Danke. Was soll denn das? Ist das hier so üblich? Tja, sonst fällt Sand in Ihr Essen. Woher denn? Der Sand, er rieselt überall durch. Wenn man ihn nicht täglich wegschaufelt, häuft er sich 3 Zentimeter hoch an. Ist denn das Dach kaputt? Ja, aber selbst wenn es neu gedeckt wäre, der Sand dringt überall herein. Sand ist schlimmer als Holzwürmer. Holzwürmer? Würmer, die Löcher ins Holz bohren. Termiten. Nein, nein. Sie sind etwa genauso groß, aber sie haben einen harten Panzer. Sägebockkäfer mit langen Hörnern. Sägebock? Sie sehen rötlich aus und haben lange Fühler, nicht wahr? Nein, sie sind bronzefarben und sehen aus wie Reiskörner. Dann sind das Obatamamushi. Leuchtkäfer. Wenn man nichts dagegen tut, werden sogar große Balken zerstört. Von den Obatamamushi? Nein, durch den Sand. Bei ungünstigem Wind muss man den ganzen Tag unter dem Dach sitzen und ihn wegschaffen. Sonst häuft sich so viel an, dass die Decke bricht. Also, dass der Sand sich nicht unter dem Dach ansammeln darf, das verstehe ich ja noch. Aber dass Querbalken durch Sand zerstört werden, das kann ich nicht glauben. Doch, es stimmt aber. Das Holz verrottet. Und der Sand verdirbt auch. Das ist ausgeschlossen. Ich weiß über Sand Bescheid. Der Sand ist ein Verwitterungsprodukt aus Steinen. Er enthält manchmal Magneteisenerz, Zinnstein, selten Goldstaub. Die Körner sind 1,8 mm groß. Und diese geringe Partikelgröße ermöglicht eine Fortbewegung schon durch die geringste Strömung. Gewöhnliche Lebewesen vermögen im Sand überhaupt nicht zu existieren, da er ständig fließt. Das gilt übrigens auch für Fäulnisbazillen. Der Sand ist sozusagen Symbol und Muster für Sauberkeit und Reinheit. Es ist ausgeschlossen, dass der Sand etwas verdirbt. Vor allem, liebe Frau, verdirbt der Sand selber nie. Er ist ja ein Mineral. Verstehen Sie? Danke. Wohnen noch andere Menschen hier? Nein, ich wohne ganz allein hier. Haben Sie keinen Mann? Mein Mann? Es war im letzten Jahr beim Taifun. Die Taifune sind wirklich schrecklich hier. Mein Mann ist mit meiner kleinen Tochter hinausgelaufen, um den Hühnerstall zu retten. Ich selbst hatte mit dem Haus alle Hände voll zu tun und konnte ihnen nicht helfen. Als der Wind dann nachließ, es war bereits morgens, ging ich hinaus, um nachzusehen. Keine Spur vom Hühnerstall oder von sonst etwas. Sind die beiden vom Sand begraben worden? Ja, vollkommen. Das ist ja furchtbar. Grauenhaft. Dieser Sand, grauenhaft. Hier ist die Schaufel für den anderen. Lebt hier doch noch jemand? Man sagte doch für den anderen. Naja, damit sind Sie gemeint. Ich?
Aber was soll ich denn mit einer Schaufel? Ach, kümmern Sie sich nicht darum. Es ist nicht so schlimm. Diese Leute sind wirklich zu aufdringlich. Dann war das wohl ein Missverständnis. Sie räumen den Sand weg? Mitten in der Nacht? Ja, mit dieser Arbeit werde ich nie fertig. Und wenn ich noch so viel schufte. Aber wenn ich es nicht tue, versinkt das Haus im Sand. Gille, 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 gille. Oh, bitte nicht. Ich muss noch 6 Körbe voll Sand schaufeln, bis der Seilkorb herunterkommt. Soll ich Ihnen helfen? Ach, lassen Sie nur. Es geht schon. Es wäre nicht fair, Sie gleich am ersten Tag arbeiten zu lassen. Am ersten Tag? Keine Sorge, ich werde nur eine Nacht hier zubringen. Ich mag nur nicht zusehen, wenn andere arbeiten. Haben Sie nicht noch eine Schaufel? Verzeihen Sie, Ihre liegt dort drüben. Meine? Hol auf! Hol auf! Der Seilkorb ist schon bei den Nachbarn. Räumt man überall um diese Zeit den Sand weg? Ja, in der Nacht schaufelt es sich leichter, weil der Sand dann feucht ist. Wenn er trocken ist, weiß man nie so genau, wo und wann er herunterstürzt. Na, wie geht's euch beiden da unten? Der Seilkorb. Bitte helfen Sie mir da drüben. Die Burschen arbeiten ja wirklich großartig. Ja, in unserem Dorf herrscht der Geist der Heimatliebe. Was für ein Geist? Die Liebe zur Heimat. Naja, das ist ja an sich eine gute Sache. Wollen wir jetzt nicht eine Pause machen? Nein, das geht nicht. Wir müssen mindestens einmal ums ganze Haus herum den Sand wegschaffen. Aber dann leben Sie ja nur, um ständig Sand wegzuräumen. Ich kann doch nicht einfach nachts hier weglaufen. Hol auf! Hol auf! Aber natürlich können Sie das. Das ist doch ganz einfach. Sie brauchen es nur zu wollen. Ja, und dann können Sie es ohne weiteres. Das wäre Unrecht. Das Dorf kann nur existieren, weil wir alle ständig den Sand wegschaffen. Täten wir das nicht, würden in 10 Tagen die Häuser vom Sand begraben sein. Wenn irgendwo in den Dünen der Sand die Oberhand gewinnt, dann wirkt das wie ein Riss in einem Damm. Wieso hängen Sie eigentlich so an Ihrem Dorf? Das kann ich nicht verstehen. So einfach wird man doch mit dem Sand nicht fertig. Das ist absurd. Ich habe keine Lust mehr, mich noch länger mit einer so absurden Sache zu befassen. Ich höre auf. Er verbrachte eine quälende, schlaflose Nacht. Er hörte die Frau arbeiten und empfand fast Eifersucht auf das, was sie so versklavt hatte. Wünschte er nicht, dass sie aufhörte und sich leise zu ihm legte? Es war zu absurd. Er brauchte sich keine Vorwürfe zu machen, weil er die Schaufel weggeworfen hatte. Er trug hier keine Verantwortung. Ein Schullehrer kann wohl anderen von Hoffnungen erzählen, aber ihm selber sind sie nicht erlaubt. Er war hergekommen, um der Eintönigkeit seines Lebens wenigstens vorübergehend zu entfliehen. Den Kollegen, die mit zusammengezogenen Brauen und ironischen Gesten bösartigen Klatsch verbreiteten. Den Prüfungen am Ende eines jeden Trimesters. Dem alle 7 Tage wiederkehrenden Sonntag. Es wollte ihm nicht gelingen, einzuschlafen. Als er die Augen schloss, entstanden Bilder von Städten, die im Sand versanken. Gemessen am Sand sind alle geformten Dinge nichtig. Das einzig Sichere ist seine Bewegung. Was glaubte die Frau mit ihren schmächtigen Armen auszurichten, als ob man mitten im Wasser ein Haus bauen wollte, anstatt ein Schiff schwimmen zu lassen?
Sicher vermocht es auch im Sand zu schwimmen. Es müsste nur bestimmte Eigenschaften haben. Etwa die Form eines Fasses. Wenn es sich neigte, würde der Sand einfach herunterfallen. Ein Wiegenhaus. Viele Wiegenhäuser. Ganze Dörfer und Städte, die hin und her schwingen. Hin und her. Hin und her. Unversehens fiel er in Schlaf. Die Leiter. Die Leiter ist weg. Wie soll ich denn jetzt hinaufkommen? Es geht doch wohl nur mit der Leiter. Ich scherze nicht. Ich weiß nicht, was ich tun werde, wenn Sie nicht sofort mit der Leiter herausrücken. Ich habe keine Zeit mehr. Wo zum Teufel haben Sie die Leiter versteckt? Sie können mir gestohlen bleiben mit Ihren Scherzen. Geben Sie sie her, sofort! Das war eine Strickleiter. Jemand muss sie nach oben gezogen haben. Man kann mich doch nicht wie eine Maus oder ein Insekt in eine Falle locken. Ich bin ein ordentlicher Mensch. Ich bin ins Familienregister eingetragen, ich zahle Steuern. Ich bin in einer Krankenversicherung. Wenn man ihn im Ruhezustand betrachtet, ist das Wesen des Sandes schwer zu erklären. Der Sand fließt nicht, sondern das Fließen selber ist Sand. Dem Gesetz des strömenden Sandes kann man nicht entgehen. Das muss ein Missverständnis sein. Etwas anderes ist doch gar nicht möglich. Das ist absurd! Furchtbar heiß hier, finden Sie nicht? Bei dieser Hitze kann man unmöglich sein Hemd anbehalten. Ja, da haben Sie recht. Wenn man schwitzt und seine Sachen anbehält, bekommt man sofort eine Sandentzündung. Eine Sandentzündung? Ja, die Haut schwert und schält sich ab. Das ist wie bei einer Verbrennung. Sie wird wohl durch die Feuchtigkeit schimmelig. Ja, und deshalb ziehen wir möglichst wenig an, wenn wir schlafen. Verstehe. Verzeihen Sie, wenn ich Sie um etwas bitte. Würden Sie mir dieses Hemd waschen? Es ist voller Sand. Aber gern. Morgen wird eine große Kanne Wasser geliefert. Morgen? Das wird zu spät sein.
Übrigens, wann werde ich denn wieder nach oben gebracht? Ich bin Beamter. Ich komme in Teufels Küche. Man muss die Strickleiter sofort wieder herunterlassen. Wenn das ein Missverständnis war, gut. Es wäre sinnlos, über Dinge zu reden, die nun mal passiert sind. Aber schlimm wird es doch, wenn man sich in Schweigen hüllt, so wie Sie es jetzt tun. Jetzt sagen Sie doch etwas, wenn Sie eine Erklärung dafür wissen. Aber Sie haben es doch schon längst begriffen. Was begriffen? Es ist doch wirklich sehr schwer für eine Frau, hier ganz allein zu leben. Und was hat das mit mir zu tun? Es hat etwas mit Ihnen zu tun. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Also ein Komplott? Ihr habt einen Köder ausgelegt und geglaubt, ich bisse an. Wie ein Hund oder eine Katze. Bloß weil eine Frau da ist. Ich werde hier widerrechtlich festgehalten. Das ist ein Verbrechen. Warum tun Sie etwas so Sinnloses? Ich bin kein Vagabund. Ich zahle Steuern. Ich bin an meinem Wohnort registriert. Bald werden Nachforschungen einsetzen. Und dann könnt ihr was erleben. Also los, holen Sie jetzt die Leute, die das ausgeheckt haben. Warum sagen Sie denn nichts? Ich bringe Ihnen jetzt erstmal das Frühstück. Ah! Ich flache den Hang ab. Ja, Sandhänge scheinen einen stabilen Winkel zu haben. Der Mann hatte am Fuß des Hanges Sand weggeschaufelt, um den Hang abzuflachen. Doch plötzlich begann der Sand heftig zu fließen und er spürte einen starken Druck auf der Brust. Dann verlor er das Bewusstsein. In den ersten Tagen hatte er noch Fieber und Schmerzen in Beinen und Hüften. Haben Sie Schmerzen? Oh ja, und wie? Ich muss mir irgendwie mein Rückgrat verrenkt haben. Soll ich Sie massieren? Oh Gott, nein! Ich kann doch keinen Laien an meinem Rücken herummassieren lassen. Das tut so weh. Ich brauche einen Arzt. Na los, holen Sie einen Arzt. Das kitzelt. Lassen Sie das. Ich würde jetzt gern mal wieder eine Zeitung lesen. Was meinen Sie, wäre das möglich? Ja, ich werde fragen. Sie können also nach oben? Nein, natürlich nicht. Heute kommt ein Mann unserer Genossenschaft. Er bringt das bestellte Holzschutzmittel.
Und bei dieser Gelegenheit kann ich ihn um eine Zeitung bitten. Sie sind doch kein Hund. Es müsste doch selbstverständlich sein, dass Sie nach eigenem Belieben kommen und gehen können. Aber warum sollte ich denn hinaus wollen? Sie könnten doch mal wenigstens einen Spaziergang machen. Einen Spaziergang? Es würde mich langweilen, ohne bestimmten Zweck irgendwo herumzulaufen. Drastische Maßnahmen gegen Verkehrsstockungen. Aus Zwiebeln ist ein wirksamer Stoff zur Behandlung von Strahlenschäden entwickelt worden. Veruntreuung von Körperschaftssteuern in der Stadtverwaltung. Mann von Sand verschüttet. Der Fahrer eines Baggers wurde bei einem Sandrutsch schwer verletzt. Er verstarb kurz nach Einlieferung ins Krankenhaus. Nach Untersuchungen der Polizei hatte der Mann am Fuße eines Sandhangs zu viel Sand weggeschaufelt. Das wollte man mir also zur Kenntnis bringen. Mag der Sand fließen, wie er will. Er ist doch kein Wasser. Im Wasser kann man schwimmen. Der Sand aber umarmt den Menschen und drückt ihn tot. Ich habe meine Lage bisher viel zu optimistisch betrachtet. Jabu, 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 Jabu. Was für eine Stimme. Es ist die Stimme des Teufels. Ja. Schreien Sie nicht! Seien Sie still! Haben Sie mich verstanden? Wenn Sie sich ruhig verhalten, dann passiert Ihnen nichts. Im Übrigen haben Sie ja wohl auch keine Veranlassung, sich zu beklagen. Wenn man bedenkt, was mir hier zugemutet wird. Für die Übernachtung, da werde ich natürlich bezahlen. Aber nur, soweit Ihnen tatsächlich Ausgaben erwachsen sind. Ich werde das ausrechnen. Das können Sie mir ja wohl kaum verübeln. Am liebsten, da würde ich Ihnen überhaupt nichts bezahlen. Aber das wäre mir peinlich. Deswegen gebe ich Ihnen lieber Geld. Hol auf! Hol auf! Das lässt sich hier jetzt nicht mehr ändern. Das haben Sie selber mitverschuldet. Wir haben einander nichts vorzuwerfen. Dieser Vertrauensbruch beruht auf Gegenseitigkeit. Man kann mich nicht wie einen Hund an die Kette legen. Jeder wird anerkennen, dass ich in reiner Notwehr gehandelt habe. Was ist los, Mütterchen? Hier ist der Seilkorb. Hey, zieht mich hoch. Na los, zieht mich hoch. Die Frau liegt gefesselt im Haus. Wenn ihr ihr helfen wollt, dann zieht mich jetzt sofort hoch. Vorher dürft ihr sie nicht anrühren. Wenn einer von euch herunterkommt, dann spalte ich ihm den Schädel. Ich werde euch verklagen und ich werde gewinnen. Oder glaubt ihr, ich nehme noch Rücksicht auf euch? Wenn ihr mich jetzt sofort hochzieht, dann werde ich darauf verzichten, euch zu verklagen. Ich werde großmütig über alles hinwegsehen. Freiheitsberaubung ist ja schließlich kein leichtes Vergehen. Also los, was wartet ihr? Zieht mich endlich hoch! Na los, zieht! Ja! Na also, es geht doch! Weiter! Nicht anhalten! Ziehen Sie doch! Noch ein Stück, ich bin gleich oben! Ziehen Sie doch, ziehen Sie! Hier, weiter! Ja. Ihr Idioten! Ihr gemeinen Kerle! Hier rollt jetzt keiner mehr den Sand weg. Wenn der Sand uns erst verschüttet hat, dann wird er sich mit Gewalt seinen Weg durchs Dorf bahnen. Warum antwortet ihr nicht? Sie werden sich sicher bald wohler fühlen. Die werden die Strickleiter bald herunterlassen. Wirklich, es war völlig sinnlos, mich in diese Falle zu locken. Wie bitte? Die Sterne. Sind sie da? Die Sterne? Was ist mit den Sternen? Nun, wenn die Sterne nicht zu sehen sind, dann...
Was haben Sie? Wollen Sie mir mein Horoskop stellen? Oder ist das ein Aberglaube aus dieser Gegend? Die Sterne sollten nun wirklich Ihre geringste Sorge sein. Wenn die Sterne jetzt nicht scheinen, dann weht auch kein starker Wind. Ja und? Wenn kein starker Wind weht, fällt auch nicht so viel Sand herunter. Also werden sich die Dorfleute mit ihrer Entscheidung Zeit lassen. Sie haben recht. Aber das ist mir egal. Wenn es die Dorfbewohner so wollen, das ist mir völlig gleichgültig, ob dieser Kampf jetzt eine Woche oder 10 oder 15 Tage dauert. Was ist das? Sehen Sie mal, ein Geschenk. Die Dorfleute scheinen verhandlungsbereit. Wie aufmerksam. Die haben uns eine ganze Flasche Schnaps gegeben, damit wir im Voraus feiern können. Leisten Sie mir Gesellschaft. Wenn Sie eine Zigarette haben möchten, zünde ich Ihnen gerne eine an. Soll ich? Nein, danke. Wenn ich rauche, wird meine Kehle so trocken. Sie brauchen doch nicht so zurückhaltend zu sein. Sie wissen ja, dass ich Sie nicht aus persönlicher Abneigung in diese Lage gebracht habe. Ihre missliche Lage scheint die Dorfbewohner milder gestimmt zu haben. Überall, wo Männer arbeiten, werden einmal in der Woche Zigaretten und Schnaps geliefert. Wie meinen Sie das? Diese Kerle brauchen sich überhaupt nicht um uns zu kümmern! Können die uns nicht einfach hinauslassen, damit wir uns unsere Zigaretten selber holen können? Aber die Arbeit ist schwer. Und wir haben nicht so viel Zeit. Ich möchte Sie nur aus Neugierde mal etwas fragen. Bin ich der Erste, dem so etwas passiert? Nein. Es muss im Frühherbst letzten Jahres gewesen sein. Ich glaube, er war Vertreter für Ansichtskarten. Und man hat ihn eingefangen. Bei meinem Nachbarn fehlte es gerade an Arbeitskräften. Es ist eben ein sehr armes Dorf. Alles hier ist Sand. Und? Was geschah dann? Der Mann soll kurz darauf gestorben sein. Er war aber von Anfang an ein wenig schwächlich. Hat man außer ihm noch jemanden eingefangen? Ja, einen Studenten. Der lief hier herum und wollte ein Büchlein verkaufen. Irgendeinen Aufruf. Wohl so ein Vertreter von der Zurück-aufs-Land-Bewegung. Was ist aus ihm geworden? Ich glaube, er ist noch da. 3 Häuser von hier entfernt. Es ist also noch niemandem gelungen, von hier wegzukommen. Entschuldigen Sie. Kratzen Sie mich bitte am Hals. Hinter den Ohren. Es ist wirklich noch niemandem gelungen, von hier wegzulaufen. Dann werde ich eben der Erste sein. Manchmal scheint es, als sei die Zeit schlangengleich zusammengerollt und als lauere in jeder Windung die Gefahr einer verborgenen Waffe. Es steht aber fest, dass die Zeit horizontal dahin fließt. Versucht man, sie vertikal zu erleben, wird man eine Mumie. Verzeihen Sie. Kann ich etwas Wasser haben? Wasser, bitte. Lieber Himmel, wissen Sie eigentlich, dass der Krug leer ist? Völlig leer. Die Kerle haben vergessen, uns Wasser zu liefern. Ich frage mich, ob die überhaupt noch die Absicht dazu haben. Was haben die denn mit mir vor? Wollen die mich umbringen? Ich werde sie von den Fesseln befreien. Aber nur unter einer Bedingung, dass sie die Schaufel ohne meine Erlaubnis nicht wieder aufnehmen.
Wohin gehen Sie? Solange Winde wehen, Flüsse strömen und Meereswellen an die Ufer schlagen, wird Sandkorn für Sandkorn aus der Erde geboren. Und diese Körner kriechen gleich kleinen Lebewesen überall hin. Der Sand schien wie nasser Asphalt zu sein. Und doch waren diese Körner von 1,8 mm Durchmesser trockener als geröstetes Gerstenmehl. Wenn er den Dingen weiterhin ihren Lauf ließe wie bisher, würde das Blut in seinen Adern vertrocknen. Mein Blut stirbt. Kommen Sie. Trinken Sie. Wir trinken auf mein neues Leben. Nur los, trinken Sie. Kann man denn wirklich nichts unternehmen? Ich habe Sie von den Fesseln befreit. Jetzt tun Sie etwas. Ich will Wasser. Wenn wir die Arbeit wieder aufnehmen, dann kommt sofort Wasser. Ach, jetzt reden Sie doch keinen Unsinn. Woher nehmen die Kerle das Recht, einen so irrsinnigen Handel mit uns abzuschließen? Erklären Sie mir das. Aber das können Sie ja nicht. Die Kerle haben nicht das geringste Recht dazu und das wissen auch Sie. Was würden die denn tun, wenn ich sterbe? Oh. Ah! Muss eine Leiter bauen! Ah! Nein! Bitte! Jetzt lassen Sie mich in Ruhe! Nein! Hören Sie auf, bitte! Das ist ja total verrottet! Völlig morsch! In der Stadt sind doch sicher viel schöner. Was nun? Die Frauen in der Stadt, die benehmen sich ebenso melodramatisch, als ob sie dadurch ihren Wert beweisen könnten. Dabei werden sie gerade so zu Opfern. Opfern geistiger Vergewaltigung nämlich. Warum wollen die auch mehr als den Austausch von Waren? Bisher habe ich bei den Frauen immer ein Kondom benutzt. Daraufhin meinte eine von ihnen, ich hätte eine psychische Geschlechtskrankheit. Sehen Sie, was hat sie doch für herrliche Hinterbacken? Kein Vergleich mit den knochigen Spinatwachteln, die man auf der Straße aufliest. Ich brauche ein Kondom. Ohne Gummischutz ist mein Glied gelähmt und nutzlos. Und das hilft? Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass meine alte Gonorrhoe wirklich ausgeheilt ist. Obwohl der Arzt meinte, es handle sich höchstens um eine Neurose. Und Sie sind immer wieder zu der einen zurückgekehrt? Ja, aber unsere Leidenschaft war steril geworden. Im Bett beobachteten wir uns gegenseitig. Ein Mann, der die Frau beobachtet, die sich selbst beobachtet. Eine Frau, die den Mann beobachtet, der sich selbst beobachtet. Ein Spiegel, jeder für den anderen. So vollzog sich der Geschlechtsakt in äußerster Bewusstheit.
Wie wär's denn mit einer reinen Sexualbeziehung? Nee, so romantisch bin ich nicht. Es herrscht Ordnung. Deshalb ist es mit dem Geschlechtsverkehr wie mit einem Fahrkartenheft. Es muss bei jeder Fahrt gelocht werden. Das ist zwar furchtbar lästig, aber jede Ordnung erfordert einen gewissen Aufwand. Infolgedessen ist die Sexualität unter einem Berg amtlicher Papiere begraben. Unausweichlich wird man zu einem sexuellen Psychopathen. Aber Ordnung bietet keine angemessene Garantie für das Leben. Beim Tod und bei der Sexualität hat man das vage Gefühl, betrogen worden zu sein. Weil man geschlechtlich unbefriedigt ist, beginnt man die Fahrkartenhefte zu fälschen. Müssen wir dieses peinliche Geschwätz noch länger mit anhören? Die Sache ist doch längst entschieden. Wenn Sie noch länger zögern, werden Sie noch alles verderben. Vielleicht haben Sie ja recht. Sie sind nicht dazu verpflichtet, unter einer psychischen Geschlechtskrankheit zu leiden. Ohne Gummischutz zeigt sein Glied die Richtung an. Wird er es auch genießen können? Atmung, Zeit, Raum, die Frau, alles passt wunderbar zusammen. Was er jetzt braucht, ist gierige Leidenschaft. Eine Erregung, die seine Kraft in die Lenden der Frau hineintreibt. Der Hunger reißender Tiere muss ähnlich sein. Der Geschlechtstrieb, der von der Amöbe bis heute eine Geschichte von mehreren hundert Millionen Jahren hat, nutzt sich wohl nicht so leicht ab. Wasser? Nein, nirgends. So, nirgends. Und damit, glauben Sie, sei der Fall erledigt. Es geht hier um Leben und Tod. Es muss doch auch für Sie unerträglich sein. Haben Sie selber denn keinen Durst? Ich bitte Sie. Hören Sie doch, ich bitte Sie. Wenn wir die Arbeit wieder aufnehmen, dann kommt sofort Wasser. Ich will nicht wie eine Sardine auf dem Trocknen enden. Auf diese Weise will ich nicht umgebracht werden. Keine Unterwerfung. Aber für etwas Wasser, da würde ich einen Affentanz oder sonst etwas Verrücktes aufführen. Ich gebe auf. Versuchen Sie sofort, Kontakt mit den Dorfbewohnern aufzunehmen. Vom Wachturm aus wird man es sofort bemerken, wenn wir die Arbeit wieder aufnehmen. Warten Sie noch!
Sie mir Wasser gebracht haben, werde ich alles tun, was man von mir verlangt. Wirklich. Aber Sie sehen die Lage völlig falsch. Ich bin Schullehrer und man wird mich vermissen. Ja, glauben Sie denn, dass man mein Verschwinden einfach so hinnehmen wird? Es ist Ihnen ja wohl klar, dass das, was Sie hier tun, ein Verbrechen ist. Wie meinen Sie? Es sind doch schon 10 Tage vergangen und von der Polizeiwache ist noch keine Anfrage da. In den 10 Tagen ist noch keine Anfrage gekommen. Dann ist es doch wohl klar. Ich begreife ja, wie wichtig es ist, dass der Sand hier weggeräumt wird. Ich weiß, dass Leben und Tod für alle davon abhängen. Das begreife ich. Wenn man mich nicht gezwungen hätte, hier zu arbeiten, wäre ich vielleicht freiwillig dazu bereit gewesen. Wirklich. Aber glauben Sie denn, dass das hier die richtige Art ist, mich zur Mitarbeit zu bewegen? Es ist natürlich wichtig, dass der Sand hier weggeräumt wird. Aber Sie müssen sich dem Sand fügen, nicht sich ihm widersetzen. Lassen Sie den Sand für sich arbeiten. Das lässt sich ausnutzen. Denken Sie doch mal an Touristen. Man kann auch allerhand auf Sand anbauen. Mit etwas Geschick da könnte sich Ihr Dorf großartig entwickeln. Wir haben uns schon alles Mögliche überlegt. Das nützt uns gar nichts, wenn wir nicht genug Geld haben. Nach den Regierungsbestimmungen gibt es für Schäden, die durch Sand entstehen, keine Katastrophenentschädigung. Wenn wir uns auf die Behörden verließen, wären wir schon längst unter dem Sand begraben, während die da oben noch mit ihren Rechenschiebern herumfummelten. Aber selbst ein Affe könnte den Sand hier wegräumen. Ich könnte doch viel mehr für Sie tun. Jeder hat die Pflicht, von seinen Fähigkeiten Gebrauch zu machen. Das mag schon sein. Sie tun jedenfalls, was Sie können. Und wir werden alles tun, um Ihnen zu helfen. Jetzt warten Sie doch noch. Machen Sie doch keine Scherze. Sie haben doch überhaupt noch nichts begriffen. Irgendwo scheint eine Maus Material für den Nestbau über dem Boden zu schleifen. Die Sandkräuselungen sehen aus wie erstarrte Wellenkämme. Welche Musik wohl erklingen würde, wenn es Tonwellen wären? Got a one-way ticket to the blue. Got a two-way ticket to the blues. La 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 la, da 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 da, da 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 da. 4 Wochen sind schon vergangen. Und Sie wollen immer noch fliehen? Ja, natürlich. Heute noch. Ich habe die Frau ausgehorcht. Ich habe alles über Topographie und Anlage des Dorfes erfahren. Nun kann ich die Flucht wagen. Heute Nacht werde ich dafür sorgen, dass sie durchschläft. Wie wollen Sie das machen? Ich werde die ganze Jabu, was für ein Geräusch. Es ist Geläute von Glocken. Jabu, 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 Jabu. Sie sind wirklich eine große Hilfe für mich. Seit ich nicht mehr allein bin, kann ich 2 Stunden länger schlafen und sogar früher mit der Arbeit Schluss machen. Ich werde die Dorfgenossenschaft bitten, mir etwas Heimarbeit zuzuweisen. Dann kann ich etwas Geld sparen. Und eines Tages kann ich mir ein Radio kaufen oder einen Spiegel.
An dem Tag, an dem das Badewasser geliefert wurde, wusch sie ihn, wie gewöhnlich. Doch plötzlich tat er so, als sei er sinnlich erregt und zog ihr mit einem Ruck den Kimono vom Leib. Er bat sie, nun auch sie waschen zu dürfen. Er rieb ihre Haut mit seinen bloßen Händen. Als er über ihre Schultern strich, fasste er mit einer Hand nach ihrer Brust. Natürlich sprang ihre Erregung allmählich auch auf ihn über. Die Frau glühte von innen, als gingen unaufhörlich Wellen von Leuchtkäferchen auf sie nieder. Sie nun zu enttäuschen, wäre nicht anders, als einen zum Tode verurteilten und überraschend freigelassenen Verbrecher nun doch noch von hinten zu erschießen. So peitschte er seine Sinne zu immer heftigerer Raserei auf. Er hatte vor, es etwa 2 Stunden lang so zu treiben. Doch schließlich knirschte sie mit den Zähnen, jammerte vor Schmerzen und versuchte angstvoll von ihm loszukommen. Da stillte er gleich einem Kaninchen innerhalb weniger Sekunden von hinten her sein Verlangen an ihr. Dann zwang er sie, 3 Beruhigungstabletten einzunehmen und ein großes Glas Schnaps zu trinken. Als sie eingeschlafen war, ging ihr Atem ruhig und regelmäßig. Der Mann kletterte auf das Dach des Hauses und schwang das Seil wie ein Lasso über seinen Kopf. Als er beim 30. Versuch die Hoffnung fast völlig aufgegeben hatte, fand die Schere endlich festen Halt. Ich weiß einen Platz, da können Sie sich bis zum Sonnenuntergang verbergen. Wie golden die Linien der Dünen glänzen. Das ist ja wirklich eine romantische Landschaft. Verursacht Ihnen dieser Anblick nicht Übelkeit? Der Sand übt eine seltsame Faszination auf die Menschen unserer Zeit aus. Vielleicht sollte ich ja einen Fotografen beauftragen, hübsche Postkarten herstellen zu lassen. Sie wollen also wieder hierher zurückkehren? Was sie wohl macht. Wahrscheinlich beginnt sie gerade, sich zu wundern. Vielleicht ist sie ja ohnmächtig. Ach, was hält sie auch in diesem Loch? Radiospiegel. Sie hat etwas durch ihre Flucht verloren. Denken Sie allein an die von ihr so geliebte Badezeremonie. Jetzt hat sie keine Gelegenheit mehr, so zu lachen. Das lässt sich alles durch ein Radio ersetzen. Ja, ich werde ihr ein Radio schicken. Aber die Sterne kommen schon durch. Er durfte keine Zeit mehr verlieren. Er rannte los. Eine Krähe flog auf. Er erschrak und dachte daran, sie zu fangen und zur Erinnerung auszustopfen. Aber er lief weiter, lief dort, wo Mulden im Boden waren. Er duckte sich tief. Das Licht über den Dünenkämmen erlosch, die ganze Landschaft versank vor ihm in Finsternis. Aber er rannte weiter und weiter. Doch was war das? Mit einem Mal stand er mitten im Dorf. Dicht neben ihm kläffte ein Hund. Ein zweiter, ein dritter. Er hatte keine andere Wahl. Er musste auf dem kürzesten Wege den Ausgang des Dorfes erreichen. Er ließ die Schere kreisen, um sich die Hunde vom Leib zu halten. Da kamen 2 Kinder aus einem Graben hervor. Die Schere traf die Kinder. Sie schrien wie am Spieß. Sollte er sie als Geisel nehmen? Da durchstach ihn der Strahl einer Taschenlampe wie eine glühende Nadel. Deng, 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 deng. Eine Alarmglocke läutete. Seine Poren öffneten sich und Tausende von reiskorngroßen Insekten schienen hervorzukriechen. Er musste den Ausgang des Dorfes erreichen, aber der Weg war versperrt. Lampen kamen auf ihn zu. Er stand mitten im Licht. Er musste zurück. Er sammelte alle Kräfte und lief den Weg zurück, den er gekommen war. Männer stürzten laut schreiend hinter ihm her. Ah! Die Hunde! Die Kinder! Ah! Deng, 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 deng!
Er lief aus dem Dorf heraus, lange flache Hänge hinauf, steile Hänge hinab, steile Hänge hinauf und lange flache Hänge hinab. Seine Schuhe waren voller Sand, seine Füße schmerzten. Die Lampen waren verschwunden. Es war ihm gelungen, seine Verfolger abzuschütteln. Hoffnung keimte in ihm auf und ließ sein Herz schneller schlagen. Jetzt aber hin zur nächsten Bühne. Aber was war das? Mit einem Mal bereitete ihm das Laufen furchtbare Mühe. Seine Füße waren schwer wie Blei. Sie begannen einzusinken. Es war, als liefe er durch Schnee. Bis zu den Knien versank er im Sand. Er wollte heraus, doch je mehr er kämpfte, desto tiefer sank er ein. Bis zu den Hüften, bis zur Brust. Hierher hatten sie ihn getrieben. Das war die Falle. Hilfe! Hilfe! Ich versinke! Gibt es denn Sand, der Menschen verschlingt? Helft mir! Ich verspreche euch alles! Hat denn die ganze Welt die Augen verschlossen und die Ohren verstopft? Hilfe! 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 Hier, greifen Sie danach! Zieht mich sofort raus! Wir können Sie doch nicht wie eine Wurzel aus dem Boden herausziehen! Gedulden Sie sich ein wenig. Ich habe schon nach Schaufeln geschickt. Da haben Sie aber Glück gehabt, dass wir Ihnen gefolgt sind. Das ist ein richtiges Salzmus. Wer sich hierher verirrt, der ist verloren. Auf diesem Berghang scheint nie die Sonne. Im Winter fällt Schnee darauf, dann treibt der Sand darüber hinweg, dann fällt wieder Schnee darauf. So geht das schon seit mehr als 100 Jahren. Schließlich ist das Ganze so brüchig, als hätte man Salzkekse aufeinander geschichtet. Das hat uns der Sohn vom Genossenschaftsvorsitzenden erzählt, der in die Stadt in die Schule geht. Interessant. Finden Sie nicht auch? Wer hier gräbt, findet sicher eine Menge Schätze. Jetzt zieht mich doch endlich raus! Drei Männer gruben ihn aus. Sie hatten Brettchen unter die Schuhe geschnallt. Sie brachten ihn zum Sandloch zurück und ließen ihn an einem Seil wie ein Paket hinunter. Dabei wurde kein Wort gesprochen. Es war wie bei einer Beerdigung. Warum weinen Sie? Ich bin gescheitert. Ja. Ich bin ganz und gar gescheitert. Es hat noch niemand geschafft. Nicht ein einziger. Wenn mir die Flucht gelungen wäre, hätte ich Ihnen ein Radio geschickt. Ein Radio? Ja, das hatte ich vor. Oh, aber wenn ich bei meiner Heimarbeit fleißig bin, dann kann ich mir doch selber ein Radio kaufen. Ich fasse es einfach nicht. Aber man kann das Leben ja sowieso nicht mit dem Verstand begreifen. Es gibt solche und andere Leben. Manchmal kommt einem gerade das andere besser vor. Ich kann es nicht mehr ertragen, darüber nachzudenken, welchen Sinn es wohl haben sollte, ein solches Leben weiterzuführen. Aber das weiß man ja offenbar nie. Ganz egal, welches Leben man gerade führt. Naja. Aber es wäre schon besser, wenn es ein paar Dinge gäbe, die einen ablenken. Ich baue eine Falle. Ich nenne sie Hoffnung. Ich werde eine Krähe lebendig einfangen. Dann werde ich einen Zettel an die Beine des Vogels binden und ihn wieder freilassen. Ja. Wahrscheinlich wird man diese Krähe mit dem Zettel nie wieder einfangen. Es wäre geradezu verhängnisvoll, wenn ausgerechnet die Dorfbewohner diesen Vogel wiederfinden. Nach dem Scheitern seiner Flucht war der Mann vorsichtig geworden. Um nicht aufzufallen, passte er sich dem Leben im Loch an. Täglich kämpfte er gegen den Sand. Das machte ihm sogar ein gewisses Vergnügen. Er wollte die Dorfbewohner dazu bringen, in ihrer Wachsamkeit nachzulassen. Es heißt,
Die Wiederholung des Immergleichen sei eine gute Schutzfarbe. Wenn er nun durch unauffälliges Wiederholen mit dem Alltag verschmolz, dann kam vielleicht einmal der Tag, an dem er aus ihrem Bewusstsein ausgelöscht würde. Wenn ich weiterhin so fleißig bin bei meiner Heimarbeit, dann können wir bald das Radio bestellen. Wie viel haben Sie denn schon gespart? Ich habe schon fast die Hälfte. Das ist doch alles sinnlos. Geben Sie es auf. Dabei kommt nichts heraus, das vergiftet Sie nur. Glauben Sie mir, eines Tages wird es zu spät sein. Dann werden wir merken, dass alle aus dem Dorf verschwunden sind. Nur wir als Einzige sind übrig geblieben. So wird es kommen. Man wird uns nur auslachen, weil wir uns so abgeschuftet haben. Das ist unmöglich. Niemand aus dem Dorf kann sich seinen Lebensunterhalt woanders verdienen. Das macht nichts. Hier führen Sie ja auch kein menschenwürdiges Leben. Aber hier ist doch der Sand. Der Sand? Was hat denn der Sand für einen Wert? Er macht uns nur das Leben zur Hölle. Aber einbringen tut er uns nichts. Wollen wir uns nicht eine Topfpflanze kaufen? Es macht einen so trübsinnig, wenn man seine Augen nirgendwo ausruhen lassen kann. Wie wäre es mit einer kleinen Kiefer? Einer Kiefer? Nein, die mag ich nicht. Etwas anderes wäre mir lieber, selbst ein Unkraut. Aber ich fände einen kleinen Baum besser. Dann würde ich ein Ahorn oder eine Paulownia vorschlagen. Mit dünnen Zweigen und großen Blättern. Irgendetwas mit Blättern, die im Wind rauschen und rascheln. Die von den Zweigen zu entfliehen versuchen, denen es aber niemals gelingen kann. Ich kann es nicht mehr aushalten! Wenn ich meine Nase ständig in den Sand stecke, dann wird bald Trockengemüse aus mir werden. Was meinen Sie, ob ich die Dorfbewohner dazu bringen kann, mich dann und wann oben spazieren gehen zu lassen? Vielleicht ist es nicht ganz aussichtslos. Ich werde fragen. Wir wollen sehen. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, wenn Sie beide aus dem Haus herauskommen und uns zuschauen ließen. Ja, wenn wir zusehen könnten. Ihr Wunsch ist nur zu verständlich und deshalb meinen wir, es ginge schon. Was sollen wir denn zeigen? Naja, das, was Mann und Frau eben zusammen machen. Das eben. Was sollen wir tun? Lassen Sie sie doch. Jetzt nehmen Sie sie doch nicht so ernst. Das kommt nicht in Frage. Aber ich will nach oben. Ich möchte das Meer sehen. Ich brauche Luft. Ich werde es tun. Da mache ich nicht mit. Ach, haben Sie den Verstand verloren? Los, wir tun doch nur so. Sie sind doch verrückt geworden. Ich kann doch sowieso nicht. Ja, ich mach das jetzt. Ich muss den Köder auswechseln. Was ist das? Wasser. Hat es denn geregnet? Einen halben Monat ist kein Tropfen gefallen. Dann kann es nur eine Antwort darauf geben. Die Kapillarwirkung des Sandes. Offenbar wirkt die Oberflächenverdunstung wie eine Pumpe auf das unter der Oberfläche befindliche Wasser. Die Trockenheit des Sandes liegt also gar nicht am Wassermangel, sondern daran, dass die Feuchtigkeit an der Oberfläche viel schneller verdunstet, als sie von unten nachgesaugt werden kann. Wir haben Wasser! Juhu! Wir haben Wasser!
helfe Ihnen bei der Heimarbeit. Wenn wir erst das Radio haben, dann kann ich jeden Tag Wetterbericht hören. Im März bekamen Sie das Radio. Ende des Monats spürte sie, dass sie schwanger war. Im Mai flogen 3 Tage lang große weiße Vögel von Osten nach Westen. Am darauffolgenden Tag blutete sie. Eine von den Frauen aus dem Dorf meinte, es handle sich vielleicht um eine Bauchhöhlenschwangerschaft. Man beschloss, die Frau ins Krankenhaus in der Stadt zu bringen. Zum ersten Mal nach 6 Monaten wurde die Strickleiter heruntergelassen. Selbst jetzt, nachdem alle fort sind, hängt die Strickleiter noch da. Zögernd strecke ich meine Hände danach aus und berühre sie mit den Fingerspitzen. Ich vergewissere mich, dass sie fest verankert ist. Langsam klettere ich nach oben. Der Himmel ist schmutzig gelb. Auch das Meer ist schmutzig gelb. Die Luft reizt meine Kehle. Am Rande des Dorfes steigt eine Staubwolke auf. Da sind sie wohl auf dem Wege zum Krankenhaus. Es bewegt sich etwas auf dem Boden des Sandlochs. Mein Schatten fällt auf die Vorrichtung zum Wasserspeichern. Ein Teil des Holzrahmens scheint sich gelockert zu haben. Nein, es ist alles in Ordnung. Eigentlich besteht kein Anlass, jetzt sofort von hier wegzulaufen. Auf meiner Rückfahrkarte ist weder Bestimmungsort noch Abfahrtszeit eingetragen. Ich kann also hineinschreiben, was ich will. Außerdem brenne ich darauf, mit jemandem über meine Vorrichtung zum Wasserspeichern zu sprechen. Und da gibt es keine interessierteren Zuhörer als die Leute aus dem Dorf. Bald werde ich es einem von ihnen erzählen. Wenn nicht heute, dann morgen. Über die Flucht kann ich auch noch später nachdenken.